Hallo zusammen. So, eben gucken, ob es funktioniert. Ja, die Aufnahme. Liebe Leute auf YouTube und liebe Leute auf Twitch, die ihr gerade nicht unbedingt im Stream zuguckt. Herzlich willkommen. Wir spielen eine weitere Session Star Wars The Old Republic. Und ich muss gestehen, ich habe nicht mehr ganz so auf dem Schirm, was wir gerade machen müssen. Aber wir werden das einfach mal ausprobieren. Ich habe mich gerade erst eingeloggt. Ich sehe, es gibt 3 neue Nachrichten und Gefechtsgeschicke und Vermächtnis gibt es was Neues. Sternenkarte, Weltkarte, uiuiui. Sind einige neue Sachen da, die zumindest leuchten. Ich habe immer noch nicht Geld ausgegeben dafür, für das Spiel. Dementsprechend sind bestimmte Qualitätssachen stehen noch nicht zur Verfügung. Ach ja, wir können ja mal eben schnell gucken. Also wir müssen eine Rettungsaktion durchführen und die Sprengfallen. Ach ja, es gab ja Sprengfallen, die die Leute einsetzen konnten. Ja, und ich erinnere mich, dass dass wir da eine ziemlich blöde Antwort gegeben haben, die wir, glaube ich, gar nicht, also ich zumindest nicht geben wollten. Aber das war entweder ein Übersetzungsfehler. Och ne, hier gibt es keine Verstecke. Aber was sind die Sprengfallen? Ich gucke nochmal eben auf der Karte. So, ah ne, ich muss noch ein Stückchen laufen. Hier ist noch nichts. Gut. Dann versuche ich mal hier durchzukommen, ohne dass mich wer angreift. Oh, das hat gut funktioniert. Da bin ich ja sehr beruhigt. Hier scheint es dann irgendwo die Sprengfallen zu geben. Glaube ich zumindest. Wäre natürlich gut zu wissen, wie die aussehen. Was ist denn das da? Oh. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Hoffe ich mal hier drauf. Oh, oh, oh. Guck mal, kann man drauf rumrüpfen? Verdammt. Und auch wieder dummerweise runterfallen. Okay. Ah, geht doch noch weiter. Hätte ich gar nicht erwartet, dass wir noch ein Stückchen weiterlaufen müssen. Ja, wir passen gut auf. Ein Bandengebiet. Oh, hier läuft ja noch jemand rum. Wie sehen denn nur Sprengfallen aus? Was machst du denn? Ihr wollt euch hier bestimmt nicht aufhalten. Aha. Okay. Krass. Kristallgeschichten. Ich guck. Ah, wahrscheinlich gibt's da Fähigkeiten, die man erreichen kann. Oh, und da ist wahrscheinlich eine der Questen. Ja, das ist nämlich grün. Gehen wir mal durch und gehen mal gucken. Was sollte ich nochmal hier machen? Ich fürchte, du wirst mich angreifen, ne? Ja, dann hauen wir dich mal, ne? Hallo? Tja, dann hat's dich schon erwischt. T7, lieben Dank, das hast du gut gemacht. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder richtig Schrott. Kann man mit dir reden? Nein. Schade. Okay.
Okay, ein Sicherheitsoffizier. Aber die Chefs sind irgendwie nicht da, denke ich mal. Lass uns mal gucken, ob wir hier was finden. Aha. Dann sprechen wir mal mit dem Sergeant. Corporal, holt ein Colto-Pack für den Mann. Alle anderen für die Evakuierung vorbereiten. Agent Galen schickt mich. Was ist passiert? Schwarze Sonne. Das ist nicht mehr nur noch eine Bande. Das ist eine Armee. Wir haben ein Gebiet um ihre Basis für euch gesichert. Sie haben mit Militärwaffen zurückgeschlagen. 6 meiner Leute sind dabei umgekommen. 7, Sir. Jaren hat es nicht geschafft. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet. Nicht mehr. Wir können euch nicht helfen. Genau. Wir versuchen erstmal, alle Leute zu entspannen. Kein Grund zur Panik. Uns fällt schon etwas ein. Bei allem Respekt. Aber ihr habt keine Ahnung, was euch da erwartet. Wir kämpfen nun schon seit Monaten gegen die schwarze Sonne. Mit ihren neuen Waffen und Rüstungen sind sie unaufhaltbar. Seht uns an. Ja, genau. Wir sind halb tot und sie haben kein einziges Opfer zu beklagen. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wenn ihr jetzt aufgebt, sind eure Soldaten umsonst gestorben. Wollt ihr das etwa? Was ist mit dem Mann in der Basis, der auf seine Rettung wartet? Wollt ihr ihn einfach im Stich lassen? Das ist der Moment der Wahrheit, Sergeant. Gebt ihr auf und lasst das Böse gewinnen? Oder steht ihr auf und kämpft? Ich komme mit euch. Aber ich werde meine Männer nicht bitten, uns zu folgen. Das müsst ihr auch nicht. Der Jedi hat recht. Dieser Abschaum darf uns nicht besiegen. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal an der Seite eines Jedi kämpfen. Ihr müsst das Sicherheitsnetzwerk der Basis ausschalten, damit wir reinkommen. Sobald das Netzwerk deaktiviert ist, greifen wir den Hintereingang an. Ihr geht von vorne rein, wir treffen uns in der Basis. Seid alle stark. Wir sehen uns drin. Also Beeilung, Leute. Los, los! Ja, das ist ja immer das moralisch Schwierige, das gebe ich zu. Bleibe ich da, um den einen rauszuholen und riskiere dafür das Leben von vielen, obwohl ich dadurch natürlich auch die Moral der Truppe steigere, dass keiner zurückgelassen wird. Sicherlich ein böses Für und Wider in ihrer Auswahl. So. Hier irgendwo gibt es Sprengcontainer. Dann da hinten oder so. Habe ich das richtig gesehen? Warte. Da müssen wir hin, um die Sprengcontainer zu finden. Gut, dann gehen wir da einfach mal hin. Ich fürchte, da wird so eine Sache bei rumkommen wie... Ah, ich glaube, hier ist so ein Container. Da! Da ist auch einer. Ich fürchte, da wird so eine Sache bei rauskommen... Genau, da schalte die Streitkräfte aus. Oh, da gab es irgendwas Schönes Neues. Kann ich das irgendwie brauchen? Macht das Sinn für mich? Kann ich nicht. Weil ich keine schwere Rüstung tragen kann. Ah ja, nicht so schlimm. Okay, hier ist noch eine Kiste. Werden mich angreifen, deswegen werde ich das und bevor ich dann die Kiste entsichere. Hier hinten ist
auch noch eine Vorratskiste. Ob der Detonationskern irgendwo für gut ist? Aha, da hinten ist auch noch mal was. Das ist ja spannend, die greift mich so gut wie gar nicht an. Also dafür, dass ich denen an Spielzeug gehe, ne? Also indem ich das, was die als Springfallen und sowas aufbauen, indem ich denen das einfach wegnehme, finde ich es schon sehr merkwürdig, dass das keinen interessiert. Okay, ich glaube, wir haben alle Kisten entschärft. Aber ich fürchte, wir werden eine neue Aufgabe bekommen. Ja, da bin ich sowieso auch zu dicht dran gelaufen. Gedreht. Manchmal bin ich ungeschickt. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich glaube schon 100 Mal, oder? Na gut, leben wir mit, dass das nicht so funktioniert. Okay. Da haben wir das dann schon mal geschafft. Dann laufen wir einmal eine Etage nach oben weiter. Oder? Nee, warte, ich gucke nochmal eben auf die Karte. So. Gut, das kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich so verdient habe. Ich müsste gleich mal gucken, ob sich das lohnt. Gesetzloser Flüchtling. Oh Gott, was sind das für Leute hier? Na gut, einen Moment mal eben kurz. Mein Handy vibriert die ganze Zeit, das ist ein bisschen blöd. Stört. So, dann laufen wir noch mal ein Stückchen. Oh, unteres Bandengebiet. Eben schnell gucken, was da ist. Ich sollte irgendwas hier in der Ecke tun. Dann schauen wir mal. Ah, die Sicherheitskontrollen waren das, ne? Okay, so. Erste Sicherheitskontrolle. Ist hier oben die zweite, die ist bestimmt hier in der Ecke oder so. Ich fürchte. Da ist sie. Und ich glaube, da will ich lieber ihn zuerst angreifen. Oh nein, da ist ja noch einer. Tja, mein Freund. Schnitze ihn. Na gut, das hat ja geklappt. So. Hat. Habe ich da gekriegt? Kriegsfokus. Das ist auch irgendwas, was ich nicht brauche, oder? Glaube ich. Also ich hoffe mal, dass ich das nicht brauche. Die brauche
brauche ich nicht zwangsläufig. Okay, das ist irgendwie nicht so richtig besser als das, aber irgendwie schon, oder? Ein bisschen weniger Schaden und weniger Ausdauer, aber alles andere mehr. Ja, ist ausgeglichen, ne? Nee, packen wir das mal hier unten hin. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, super. Dann sollten wir uns vielleicht von hier, sollten wir vielleicht von hier verschwinden aus der Ecke, bevor die wieder spawnen, was ja durchaus sein kann. So. Okay, schauen wir mal weiter. Hier hinten in der Ecke wird garantiert die nächste Geschichte sein. Oder? Ah, da hinten leuchtet zumindest was. Wenn wir den von hier aus erreichen können. Ja, wahrscheinlich schon, aber... Super gemacht, T7. Oh, der Orhop ist auch wieder da. Hi. Und so, alles durchgebrannt. Und hier hinten in der Ecke sind auch noch mal drei. Ich hab gedacht, jetzt erledigt. Oh, der greift den an. Ne, dann putzt er den anderen. Ey, du kannst ja nicht einfach meinen kleinen Roboter angreifen. Du bist echt gemein. Böser Freckel, ey. So, und... Damit haben wir dann erstmal ausgeschaltet. Hier in der Ecke. Ich glaube. Upp, hi Dina. Nee, also ist noch nicht so super viel passiert. Ich habe es nur geschafft, mich durchzuschlagen. Ich klicke dir mal hier die Karte weg. Wir müssen nämlich jetzt ins Hauptquartier zur Rettungsmission. Das wird die nächste Aufgabe sein. Und dann muss ich mir nochmal Gedanken machen, was ich denn als Fähigkeiten für meinen Gefährten nehme, denke ich. So, nee, da ist der eine Weg. Ich guck schon wieder ganz viel auf die Karte. Okay, hier geradeaus. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt mit den ganzen Sachen. Ob das irgendwie wichtig ist, dass man die ganzen Leute hier vermachen? Ja, irgendwie hast du geschlafen, aber das mag ich sehr. Vielleicht hat auch T7 dich zurückgehalten. Das kann natürlich sein. Huch, ich sollte nicht gleichzeitig in den Chat gucken und laufen. Das ist immer ein bisschen ungeschickt. Okay, ein Inventory. Ah, doch auf dem richtigen Weg. Gibt es hier irgendwelche Sachen oder so? Nee. Das wird bestimmt ein andermal wichtig oder so. Ja, dann versuchen wir mal, die anderen Leute zu retten. Könnte ja vielleicht funktionieren. Oh, oh.
bin ich gut vorbereitet. Ich gab schon. Tarnes, wir haben alles für euch riskiert. Die Daten gestohlen, die Entführung vorgetäuscht. Ist das jetzt der Dank? Ihr habt als Lohn ausreichend Waffen und Panzerung erhalten, um die schwarze Sonne unbesiegbar zu machen. Unbesiegbar? Da ist ein Jedi, der meine Basis zerlegt. Das ist eure Schuld. Wir hätten niemals einem Sith trauen dürfen. Wenn ein Jedi hinter euch her ist, Sala, hat das nichts mit mir zu tun. Ihr werdet mit dem Betrug an der Republik nicht davonkommen, Dr. Tarnes. Mein Name ist Lord Tarnes. Ich habe meine alte Hülle abgelegt. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Beendet euren sinnlosen Kampf. Das Schicksal von Coruscant ist besiegelt. Hui, Flugrolle. Ergebt euch. Wir haben euch umzingelt. Freut mich, dass ihr mit von der Partie seid. Das wollte ich nicht verpassen. Tötet sie alle! Ich klicke mal lustig drauf los und hoffe, dass ich die richtigen Sachen... Okay, der hat sich nicht ergeben. Hättest du tun können, wäre vielleicht besser gewesen. So. Nein, oh, gibt nichts. Was haben die gut? Ich fasse es nicht. Wir haben gerade Sala ausgeschaltet. Das wird die schwarze Sonne so schnell nicht vergessen. Wir haben ein paar gute Soldaten verloren. Doch dieser Sieg verleiht ihrem Tod eine Bedeutung. Charlotta fragt gerade im Chat, ob ich die Untertitel anmachen kann. Ja, sobald die Cut-Sequenz weg ist, mache ich die einfach an. Wenn ich das herausfinde, wo das geht. Eure Männer haben tapfer gekämpft. Ihr solltet stolz sein. Danke, dass ihr diese Mission geleitet habt. Die schwarze Sonne wird bald Verstärkung schicken. Gibt es eine Spur von dem Mann, den ihr retten solltet? Da seid ihr ja. Wir haben Salas Holo-Gespräch mit Tarnes abgefangen. Ich fasse es nicht, dass er ein Sith ist. Aber das ist nicht mal das Schlimmste. Der Planetenfänger-Prototyp hier im Labor ist eine Fälschung. Tarnes hat den echten Planetenfänger gestohlen. Verfolgt das abgefangene Holo-Gespräch zurück. Verwendet es, um die Operationsbasis unseres Sith zu finden. Ich arbeite schon daran. Wir brauchen euch hier im Senatsgebäude. Kira, Ende. Anscheinend hat eure Arbeit gerade erst begonnen. Wir werden euch nicht aufhalten. Lebt wohl, Jedi. So, dann gucken wir mal eben, wo wir die Einstellung für die Untertitel finden. Nö, das nicht. Kartenfilter. Einstellungen. Infotext. Verschiedenes. Da. Ne, das wahrscheinlich nicht. Untertitel bei Gesprächen anzeigen. So, sollte funktionieren. Das stimmt. Also es hat auch den großen Vorteil, ich vermute, die Charlotta hat sich die Videos angeguckt, wo ich, wo die Tonspur verloren gegangen ist vom Spiel. Die war da leider nicht drauf. Und, ja, da geht natürlich total viel Story auch mit verloren, wenn man das nicht mitmacht. Also, die Spieltonspur war weg. Dann sind halt die Gespräche vollkommen witzlos für euch. Das ist natürlich schade. Ich laufe mal drum rum. Ich muss mich ja nicht mit jedem prügeln und immer und sowieso. Ah,
Okay, du kämpfst mit denen. Ja, dann kämpfst du mit denen. Ich lasse das sein. Ich noch viele. Können die sicher alle hauen. So. Wo wollte ich denn hin? Ich mal schnell auf die Karte gucken. Es gibt... Erinnert sich irgendjemand von euch daran? Ich meine, es gäbe so eine Option, dass wenn man die ganze Karte aufgedeckt hat, dass es dafür Sondererfahrungen gibt. Falscher Klick. Aber so viel Arbeit ist es ja nicht, da hinten nochmal runter zu rennen. Gerade vor allen Dingen, weil ja einige Leute hier sind. So. Hier muss ich bestimmt nochmal hin oder so. Also... Oder es gibt andere Leute, andere Charaktere oder so, die hier was machen. Du bist voll der Gangster, ne? So wie du in deiner Waffe rumstehst. Mach bestimmt nachher auch nie. Die Dina schreibt gerade, dass sie das nicht weiß. Mit der Karte. Also ob das noch so ist. Dina, hättest du denn Lust, das nochmal zu spielen? Oder würdest du sagen, ach, reicht dir erstmal? Da hinten ist eine Kiste. Was kann man denn da machen? Eine Sicherheitstruhe. Wo muss ich aufpassen? Der greift mich garantiert an. Aber hier sind halt auch andere Spieler. Halt die Kiste auf! Was war da drin? Nimm die Sachen aus der Kiste. Weil nämlich sonst klaut mir nachher wieder irgendjemand anders was. Das kenne ich ja. Kaputt getreten. Uiuiui, da sind einige tolle Sachen dazu gekommen, glaube ich. Oh, das ist nicht schlecht. Da gibt es keinen Punkt für. Ah, das war, Schwert hatten wir schon. Ich glaube, ich sollte... Warte mal, ich schicke mal eben meinen kleinen Buddy Schrott verkaufen. Mal gucken, was der so hat. Danke, T7. Gibt's da oben irgendwas? Ich geh mal gucken. Einfach nur mal ein bisschen durch die Gegend laufen und schauen, was hier so passiert und uns hier so gibt. Schauen wir uns das mal an. Boah, diese riesenhaften Aufzüge, ne? Das ist schon irre, ey. Oh, hier oben ist noch eine Kiste. Cool. Was hast du da drin? Boah, ich hab so viel Zeug, ne? Rüstung, die kann ich auch nicht brauchen. Aber Handwerksmaterialien könnten sein. Das ist ein bisschen interessant. Ja, gut, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist auch so ein bisschen interessant, aber... Ach, die stimmt's, ne? Puh, weiß ich gar nicht.
ob sich das noch lohnt. Aber das kann ja sein, dass das irgendwann wichtig wird. Aufzug. Oh, der fährt erst runter. Dann warte ich lieber hier. Weil wenn ich da runterfalle, das gibt bestimmt einiges an Schaden. So. Okay, auf der anderen Seite gibt es auch Aufzüge. Fahren die? Nee, ne? Der bewegt sich nicht auf der anderen Seite. Aber das sieht so... Oh. Ich weiß nicht. Entweder die Charlotta oder der Dina, die hat beim letzten Mal von diesen Hüpf- und Sprungrätseln gesprochen. Ich fürchte, das ist hier so eine Nummer. Das sieht so verdammt danach aus. Ja. Nein, verdammt. Ich probiere das aber nicht zu lange, sonst wird entweder nichts. Und ich glaube, ihr wollt das nicht sehen, dass ich da 15.000 Mal rauf und runter springe, um das da zu verkacken. Und nachher ist da auch nichts. Ich falle schon wieder hier runter. Vielleicht sollte ich es mal so drehen, dass ich sehen kann, dass die da draufsteht. Yep. Ja, ich bin voll gut da drin. Das geht bestimmt. Nur ich kann das nicht. Das habe ich ja gerade schon. Nee, das habe ich jetzt aber auf der anderen Seite. Ja, das will ich euch nicht antun, wenn ich da... Dina hat mir gerade geschrieben, das ist so ein BioWare-Ding. Meinst du die Sprungrätsel? Oder was meinst du? Weil bei Dragon Gate gibt es das auch? Also es könnte ja sein, dass ich mich tierisch unbeliebt mache. Also ich habe Dragon Gate gespielt. Zumindest Inquisition. Aber ich habe nicht unendlich viele Open-World-Spiele. Und ich muss gestehen, Fallout hat mich vom Setting einfach mehr gefesselt. So, wo wollte ich denn hin? Hier rum, oder? Kann ich eben schnell gucken. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Hier war ich noch nicht. Also, wenn ich hier gewesen bin, denke ich, können wir herausfinden, ob es Sonderpunkte gibt, wenn man alles aufdeckt. Gut. Schnell noch losgeflitzt. Vielleicht klappt das auch, wenn ich mich heute ein bisschen konzentriere. Sorry, wenn ich zu viel euch auf die Karte gucke. Oh nein. Mit wem willst du kämpfen? Du willst mit mir kämpfen. So gut, dass ihr euch mit mir anlegen wollt. Aber hey, wenn ihr meint, dass das gut wäre, dann tut das. Wisst ihr, was ich auch total gut kann? Quests, die in solche Gebiete führen, übersehen. Man hat dann so die Aufgabe, geh mal dahin, und wenn du da bist, dann kannst du das nächste machen und so. Ich bin so gut da drin, dann irgendwas zu übersehen, solche Nebenquests oder so. Also, nehmt es mir bitte nicht übel, ja. Also schon gerade, heute ist sowieso ganz besonders blöd, aber, naja, was ist denn das? Manchmal haben die coole Dinger hier so, ne? So.
nächsten Toilette oder Telefonzelle oder so. Man weiß es ja nicht. Okay. Nö, hier gibt's auch nichts. Keine Kisten, keine Truhen. Nichts zu finden. Und irgendwie gibt's wohl doch keinen Bonus, weil man sich alles angeguckt hat, glaube ich. Es sei denn, diese Mini-Ecke. Und diese Mini-Ecke gilt nicht als vollständig aufgedeckt. Das könnte sein. Also muss man dann hier bis hier in die Ecke rennen, beziehungsweise hier vorne irgendwo? Oder gibt's hier vielleicht was? Nee, auch nicht, ne? Hier leuchtet nichts blau. Die Ecke ist auch nicht aufgeplöppt. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Liebe Besucher, also und liebe Zuschauer, ich mache mal eben kurz eine Unterbrechung der Aufnahme. Dementsprechend alle die Lieben, die gerade bei YouTube zugucken, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht dann übermorgen weiter. Ciao.